Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Estranagi Roleplays, unserem Bautagebuch zum ja, gleichnamigen Server. Hey. So, ja, heute sind wir hier in so einem komischen Haltepunkt mitten im Nirgendwo eigentlich. Das sieht man auf der Karte. Ne, wir sind hier irgendwo im Nirgendwo und hier ist irgendwie ein bisschen Müll, den nicht beachten. Alles nur Resultate aus Langeweile, aber wir sind hier irgendwie nirgendwo, ne? So, und da werden wir uns nämlich heute mal drum kümmern, dass wir hier jetzt mal, ne, den Bahnsteig gibt's auch schon mal, jetzt wollen wir dann Straßenanschluss machen, damit wir eben auch in diesem Dorf dann an, damit wir in diesem Dorf dann eben auch an Dings rankommen, mit Autos auch langfahren können. Genau, und das wird aber auch wirklich, also es wird richtig ein Dorf, da wird, das soll so dorfig sein, dass es gar nicht dorfiger geht. Nee, das soll eigentlich, ja, es soll halt aus nur ein paar wenigen Häusern bestehen und eine Straße, die einfach hindurchführt. Ja, genau, da geht's einmal, ne, dass du so ein bisschen Wohnraum hast irgendwo in der Pampa. Denn eben auch, da haben die aber Glück gehabt vom Dorf, ne, dass hier die Eisenbahn lang geht. Denn nur deshalb. Ja, nur weil das Dorf zufälligerweise passend an der Modellbahn gelegen ist, Modellbahn vor allem, an der Eisenbahn gelegen ist, nur darum kriegen die jetzt hier auch einen Haltepunkt, sonst würden die das gar nicht bekommen. So, genau. Und zwar müssen wir dazu erstmal, damit wir hier gleich eine T-Kreuzung machen können, erstmal hier die grundsätzliche Straße schon mal ziehen. Die muss ja schon mal gegeben sein, dann ziehen wir die nämlich erstmal, denn dieses gerade Stück Straße müssen wir dann erstmal noch umbauen zu einer Kreuzung. Genau, und dazu brauche ich jetzt auch eigentlich, genau, dazu brauche ich die Achse jetzt erstmal nicht weiter. Deswegen räumen wir mal ein bisschen, sortieren das Inventar, so. Ja, auch mal leere Hände ist auch sehr schön, so. Okay, wir haben hier nämlich dann den Mittelpunkt. Wenn ich an dieser Stelle auch mal markieren werde. Das wird nämlich genau der Schnittpunkt sein. Hier. Ne? Das hier wird genau der Schnittpunkt sein, an dem sich die Kreuzungen treffen. Und ja, deswegen müssen wir dann mal anfangen zu bauen. So, angefangen damit, dass wir hier schon mal eine Straßenmarkierung machen und die hier dafür weg. So, wie lange machen wir die denn mal? Ja, 3 genügt, denke ich erstmal. Ich muss gerade mal schauen, wie groß ich das eigentlich mache. Ich stelle auch gerade fest, dass es hier nicht so zu 100% aufgeht. Ne, merkt er auch. Deswegen, da müssen wir es kurz anpassen. So, zack. Zack. So, jetzt haben wir es. So, genau. Da war nämlich genau der Schnittpunkt, den nutzen wir auch. Da müssen wir mal kurz schauen, wie breit muss denn das nochmal sein? Das müsste, also theoretisch würde die Markierung ja bis hierhin gehen. Da müssten wir hier genau 3 machen. So, erstmal ganz grob gesagt, müssten wir dann hier. Ah, guck mal, das haut alles gar nicht hin. Hoppla. Das ist natürlich ungünstig. Wir müssten dann hier. Ah, das ist jetzt irgendwie gerade ein bisschen schwierig. Hold on. Moment. Also auf jeden Fall brauche ich hier nur 2. So, okay. Das war nämlich gerade ein bisschen zu viel. So. Das heißt, hier nochmal 2. Dann zack. So, dann haben wir da im Prinzip auch schon unsere Abrundung für die Kreuzung. Auch gut. Und dann müssen wir den Kram hier einmal hier um die Kurve führen. So. Ja, das müsste ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen die Abrundung noch mal ein bisschen vergrößern. Das ist definitiv noch zu klein. Aber erstmal möchte ich, dass unsere T-Kreuzung schon mal steht. So, wir gehen bis hier. Hier können wir auch noch mal einen hinzufügen. So, haben wir einmal schon mal dafür gesorgt, dass die Kreuzung hier schon mal grundsätzlich vorhanden ist. Das wird auf jeden Fall alles auch noch zu anderen Straßen geändert.
So. Zack. Dann müsste ich hier allerdings 3 machen. Genau. So, hier ist einer zu viel. Der kommt wieder weg. Dann machen wir hier so. Hier ist auch einer zu viel. Kommt wieder weg. So, genau. So muss es aussehen. Das sieht richtig aus. So, zack. Dann gehen wir hier auch wieder hoch. Perfekt. So haben wir hier auch schon mal unseren Fußweg. Und dann haben wir grundsätzlich schon mal eine Kreuzung. So. Perfekt. Gut, dann haben wir, ja, dann haben wir immerhin schon mal die Kreuzung schon mal da. Da müsste ich mal gucken, dass wir hier ein bisschen weiterführen noch. Vielleicht so um 2. Weil, wie gesagt, ich möchte nur, dass der etwas größer abgerundet ist. Ich meine, dass die Rundung, also die Kurve etwas weiter ist. Dass es nicht so eng ist. Man muss ja vielleicht auch irgendwie mal mit LKW also und Bus, also ganz bestimmt sogar mit LKW und Bus durchkommen. Zum Beispiel im Falle einer Umleitung oder so wird das mit Bus sowieso. Weil, naja, wobei nicht unbedingt. Wenn die Eisenbahn haben, brauchen die keinen Bus mehr. Aber, naja, wie auch immer, einfach nur damit die Möglichkeit da ist. Es gibt ja auch noch Reisebusse auf der Straße, ne, damit die auch eine Chance haben, falls sie sich irgendwie mal hierhin verirren sollten. Ich weiß auch nicht, wer sich hier verirren würde, aber bestimmt irgendwer. Auch mit LKW. Bus. Und für diesen Fall wollen wir gerüstet sein. So, zack, haben wir. Jo. Perfekt. Okay. Jetzt haben wir immerhin schon mal wieder Potenzial, dass wir das Ganze hier etwas großräumiger abrunden können. Das heißt, bis hier theoretisch. Dann können wir nämlich hier 4 setzen. Und dann sieht das doch gleich schon mal erheblich besser aus. Ne? Guck mal, jetzt ist es aber ordentlich abgerundet. So, pass auf, da müssen wir den Gehweg natürlich entsprechend nochmal anpassen. So. Jo, sieht richtig aus. Und dann haben wir hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen größer abgerundet. Das ist auch gut. So, bis hier. Bis hier. Zack, haben wir. Und dann haben wir auch schon unsere etwas vergrößerte Abrundung. Konnte ich ein bisschen, ne? Haben wir eine etwas weitere Kurve und ermöglichen es so, auch größeren Fahrzeugen abzubiegen. Perfekt. Jo, dann haben wir unsere Kreuzung. So, müsste ich hier nochmal kurz gucken, weil dann müsste das hier auch noch weg. Genau, perfekt. So, jetzt haben wir hier unsere große Kreuzung. So, jetzt kann man ja auch mit größeren Fahrzeugen mal gescheit abbiegen. Das ist wichtig. Wir wollen ja hier mit allen Fahrzeugen durchkommen, ne? Ja. Und dann können wir die Straße mal ein bisschen verlängern. Ein bisschen Infrastruktur machen. War halt nur gerade überhaupt nicht wie. Oh. Okay, oder nicht? Dann würde ich einfach mal sagen, wir probieren nochmal aufzugeben. Nee, möglich, gut. Dann war es das auch schon. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Und ja, hoffentlich läuft das nächste Folge besser, ne? Ciao.